Wunderschönen guten Morgen in die Runde zum Webinar Forex Pro Systeme Live Trading, natürlich mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie natürlich ganz herzlich im Namen von FX Flat heute Morgen begrüßen. Ich bin gespannt, was der Thorsten uns heute wieder zeigt, ob er ein paar Trades findet. Ich hoffe, Sie auch. Und dann will ich gar nicht lange drum rumreden, sondern direkt zum Risikohinweis springen, denn das ganze Webinar dient wie natürlich immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Das Ganze ist keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung, ganz wichtig von unserer Seite zu sagen, denn am Ende ist es wie immer Ihre eigene Entscheidung, die getroffen werden muss. Ja, das war's eigentlich von meiner Seite. Thorsten, wenn du bereit bist, gebe ich dir den Bildschirm. Echt? Muss Ich das würde es echt sein? machen. Ja. Ich mach's mal. Eins vorweg für wie sage ich es meinem Kind? Okay, ich habe gestern bei uns auf Slack ein Bild veröffentlicht. Ich habe jetzt nur die Strategie hier gewechselt, weil meine Positionen hier noch drin sind und ich möchte die Positionsgröße vermeiden, dass die nach außen dringt, weil wir haben gestern Morgen, für alle, die bis jetzt nicht dabei waren, ich mache das mal in grün. Kann man das noch sehen? Ja. Wir haben gestern dort geschortet, genau dort. Dort war unser Short-Start, genau nach dieser Umkehr, der Move gestern früh hier hoch. Das war ein Klassiker für den ersten des Monats. Ich höre ja auch manchmal auf so ein paar Teilnehmer, so auf Lutz und Konsorten, die dann immer sagen, ja, am ersten des Monats geht es immer hoch. Wir haben zu diesem Zweck hier, da, vorgestern geschortet. Wir haben vorgestern die Rutsche von oben schon mal mit nach unten genommen. Dann hat er am späten Abend diese bullische Flagge gebastelt und wir haben alle Shorts hier unten rausgeschmissen. Geschuldet war, diese Shorts rauszuschmeißen, einmal dieser bullischen Flagge und einmal nur diesem Setup, dass es am ersten des Monats gerne in den Indizes steigende Kurse gibt, auf jeden Fall die ersten Stunden. Das werden wir die nächsten Monate mal beobachten. Dann ist er hier hoch. Das wäre A gleich C gewesen. Von da aus hätte die Korrektur einsetzen müssen. Das hat er nicht getan. Wir haben gestern früh hier an der Unterkante, nämlich an der 15.860 bzw. 15.870, haben wir Long-Position gestern platziert, Long Limits. Da hat er mir soll da hoch, dann wieder runter und dann die dritte Welle bis dort hoch fortsetzen. Diese Korrektur hier, die blieb aus. Die dritte Welle hat er gemacht, hat die sogar etwas überschossen. Der ist ein Stück weiter gelaufen, als er sollte. Geplant war 15.913, 15.929 und 15.49 haben wir gesagt, ab diesem Bereich drehen wir auf Short. 15.69 ist es dann geworden, nachdem er hier hochgeschossen ist. Haben wir den hier oben austoben lassen, haben dabei der 15.69 geschortet. Diese Positionen laufen noch. Gestern Nachmittag dann von unserer Seite oder von meiner Seite das Update, dass wir diese Bewegungen in einem Rutsch gestern Vormittag durchgezogen haben, dann gestern Mittag diese Korrektur. Dann kam diese zweite Bewegung hinterher, ganz einfach, A gleich C. Wenn ich A gleich C nehme, dann hätten wir unten im Tief landen müssen bei der 7,68 ungefähr. Gelandet sind wir bei der 71 in einem Rutsch und danach sollte diese Korrektur eingeleitet werden.
Das habe ich nicht heute früh eingezeichnet, das haben wir gestern Nachmittag eingezeichnet. Ich zeige gleich mal das Bild dazu. Wir haben gesagt, die Korrektur darf gehen bis zur 47. Um dieser Korrektur ein bisschen Luft zu geben, haben wir unsere Stops für diese Position von der 15,69 gezogen auf die 15,860. So haben wir nämlich diese Geschichte hier ein bisschen abgefedert und damit ist diese Position mit 100 Punkten abgesichert. Ist das richtig so? Mal Frage so an meine Community. Ich suche mal in der Zeit das Bild. Da haben wir es. Ups. Das ist das Bild von gestern Nachmittag, was wir hier gezeichnet haben. Meine Position ist da noch drin. Ich habe hier etwas pyramidisiert. Und ich habe deswegen hier auch die Positionsgröße rausgenommen und heute Morgen jetzt die Position ausgeblendet. Das war der Plan, den wir gestern gemacht haben. Diese Position läuft und diese Position lasse ich auch noch laufen. Allerdings sollte man den Stop jetzt etwas weiter korrigieren und das Nachthoch mitnehmen hier und damit würde ich den Stop auf die 15,830 legen. Und damit verschiebe ich auch dieses und verändere auch den Text, weil der Stop geht hier auf plus 130. Wir haben dafür diesen Abwärtstrend, den er jedes Mal immer wieder attackiert. Er wird immer wieder durchschossen und immer, wenn er durchschossen wird, wird er aber sehr schnell auch wieder zurückerobert. Das Phänomen, was jetzt passiert ist, ist, dass wir hier eine Linie nach oben haben, die im Moment immer noch Halt bietet. Diese Tiefs bieten immer noch Halt. Das heißt, aus der Kombination hier unter diesen Tiefs, dieses Tief, dieses Tief, dieses Tief, diese hier, wir nehmen mal das tiefste, 15,67, aufschreiben. In der gleichen Farbe 15,67 öffnet das Bärengatter. Ups. Kann da mal einer lesen und mal korrigieren? Das kriege ich wieder Haue. Schreiben kann er auch nicht. Seine Trainingversuche sind lustig, aber schreiben kann er auch nicht. So. Diese Nummer hier, wenn wir diese Geschichte geschafft haben, dürfte das hier die nächste Marke sein. Ich mache das aus dem Gesamtbild jetzt mal alles schön grün. Das ist jetzt nicht so weit, aber aufpassen, das ist die 15.600. Ja, bis 15.600. Und auch das bringen wir in die richtige Farbe, damit wir das auch zugeordnet kriegen. Da. Dieser Bruch von diesem Bereich, dann sollte es schlagartig bis dahin gehen.
Sollte diese Marke keinen Halt bieten, dann sind wir sehr schnell an der 15.622. 15.700. Danke, Lutz. So, 15.700 und danach 15.622. Für meinen Stil und für mein Marktverständnis, was ja auch der ein oder andere berechtigterweise mag anzuzweifeln mag, ist nach diesem Verhalten hier oben, nachdem er diese Hochs hier abgeackert hat bis zum geht nicht mehr, ist für mich unten das wichtige Ziel, wichtiges Ziel 15.622 minus 1. So. Das ist mein wichtiges Ziel hier unten. Da möchte ich gerne hin mit meiner Position. So. Ups, ist jetzt ein bisschen groß. Wir machen es anders. Ich schiebe es zusammen. Ist einer von unserem illustren Haufen hier, der einen Screenshot macht? Oder muss ich das auch alleine machen? Okay. Zum DAX irgendwelche Fragen dazu? Was hier ja auf jeden Fall noch fehlt, wenn ich mir dieses Bild jetzt angucke, auch wenn er weit hochgelaufen ist, aber wir haben hier Bewegung 1 und das sollte dann hier Bewegung 2 werden. Und Bewegung 2 sollte auf jeden Fall irgendwo hier unten unter der 67 enden. Was dann direkt die 700 hier auch aufs Trapez rufen könnte oder sollte. Wenn du pünktlich gewesen wärst, meine Liebe, dann wüsstest du es. Aber das kommt davon, wenn man morgens zu spät entweder aus dem Bett oder aus dem Bad kommt. Wir sind investiert. Wir haben gestern gestartet bei 15.960. 15.960 haben wir hier oben unsere Position eröffnet und haben die jetzt am Laufen und haben gerade eben, also ich jedenfalls, den Stop 15.830, 130 Punkte in die Gewinnzone gezogen. So, jetzt müssen wir uns diese Geschichte hier mal anschauen. Wenn alleine das, was sich jetzt hier entwickelt, wir haben einen Schlusskurs bei 7,88 und einen Openkurs bei 7,87. Das heißt, selbst wenn wir uns jetzt hier die nächste Stunde völlig neutral verhalten, was habe ich auf Slack? 37 habe ich auf Slack. 8,30. Entschuldigung. Kann das mal einer korrigieren, bitte von euch? Ganz kurz, nur 8,3. Danke. Selbst wenn wir jetzt hier zwischen 8 und 9 ein bisschen rumdümpeln, uns nur hier zwischen der 15.780, 15.790 hin und her bewegen sollten, selbst dann hätten wir hier ein bärisches Harami, was den Kurs weiter purzeln lassen sollte. Wenn wir diese Bewegung auseinanderpflücken von gestern und die Korrektur dazu nehmen, dann haben wir jetzt direkt eine
faire Chance. Mal gucken, wo wir dann landen. Ach nee. Dann haben wir hier schon direkt die Chance auf 15,640. 15,640 wäre dann 15,622. Wir haben bloß noch 18 Punkte weg. Die 15,622 minus 1 wäre dann nur noch 18 Punkte weg. Also durchaus im machbaren Bereich für den heutigen Tag. Das war der gestrige Tag. Jetzt könnten wir den heutigen direkt hinten anschließen. Wenn man sogar nach Bewegungsmustern geht, nur nach Bewegungsmustern, was ich sehr gerne immer mache, dann haben wir den Bewegungsstart dann sogar erst dort, weil das hier dazwischen ist nur Rauschen, wenn die Bewegung hier gestartet ist, beziehungsweise jetzt sogar erst hier startet und wir die Bewegungslänge nehmen und das hier alles als Rauschen bezeichnen, dann sind wir sogar unter der 15.600. Das heißt, das sind die grünen Ziele. Grüne Ziele hören wir die letzten Tage ja genug, ne? Da haben wir die zweite. Das heißt, diese Marken sind für den heutigen Tag ausschlaggebend. Start, wie gesagt, kann hier jetzt noch passieren. Wir können jetzt sehen, dass wir hier eventuell die ganze Zeit hin und her eiern, dass dann nichts Gravierendes passiert, nicht so Gravierendes, sondern dass wir jetzt eine bärische Umkehr basteln, die dann aber pünktlich um 9 die Bären, die das hier dann sehen, auch aufs Trapez rufen. Aus diesem Grunde handeln wir ja morgens zeitig, damit wir rechtzeitig unterwegs sind. Der DAX-Plan damit klar? Euro kommt sofort. Danke, Andreas. Sind Fragen dazu? Wenn dann jetzt, ansonsten schweigt für immer. Bevor ich das Bild wechsle. Gut. Ja, der Startpunkt, der kann jetzt sogar erst entstehen. Also für die, die den ganzen Nachthandel hier ausblenden komplett, darf man ja nicht vergessen, dass wir hier gestern Abend die Schlusskurse haben. Und dass wir damit, komm her, das wollte ich jetzt nicht, dass wir hier die Schlusskurse haben und dass wir damit ganz entspannt sogar nochmal hier hochlaufen dürfen, um das eventuell sichtbare Gap zu schließen. Das Gap Close ist sogar wahrscheinlich, dass es passieren kann. Nicht nur Gap Close, sondern wir haben auch das Hoch hier bei der 15.819 gebastelt und es kann nochmal hier oben dieses Hoch von dieser Kerze hier 3 Uhr Serverzeit nochmal rausgenommen werden. Ich selber handel vom Gap Close, also Gap Close zu handeln, davon halte ich gar nichts, aber das ist meine Meinung, das ist mein, ich benutze Gap Close eventuell, wenn er jetzt hochlaufen sollte. Ich werde jetzt nicht long gehen, um das Gap zu schließen, sondern wenn er das Gap geschlossen hat und dann hier oben Schwäche zeigt, in 5 Minuten so eine Kerze hier vielleicht bastelt
oder mehrere Kerzen hier mit so einem langen Dochten hier oder so, dann benutze ich den Rücklauf hier oben, um nochmal aufzustocken. Aber ansonsten, ich handle kein Gap Close und auch schon gar keine Long Position in der Hoffnung, dass das dass das Gap geschlossen wird. Dazu sind wir einfach hier unten viel zu aggressiv unterwegs. Diese Kante hier, dieser Bereich 15,730 bis 15. Mein Zoo wird erweitert. Ne? Gucke mal, Diana. Ne? Grüße. Wir haben den Schlusskurs. Den Schlusskurs gestern Abend in den Abendstunden haben wir hier unten bei der 15.806, den Schlusskurs 18.30 Uhr. Dann steht mein Stopp ein bisschen doof. Aber ich glaube nicht, dass wir hier oben doch mal drüber gucken. Wenn wir hier hochschießen, ich muss ja irgendwo eine Grenze ziehen. Und die Grenze ist für mich das Nachthoch hier und dem habe ich 10 Punkte Luft gegeben. Wenn ich jetzt bei der 30 mit 130 Punkten rausfliege und wir gehen nochmal hier hoch an die 49, also doch an die 60, die wir gestern hatten, dann werde ich hier oben einfach die Position mit 30 Punkten, 20, 30 Punkten höher neu eröffnen. Hintergrund meines Verhaltens ist, dass ich heute meine nächste Tour antrete. Wir fahren heute los, wir haben die letzten Tage gepackt. Wir gehen heute wieder auf Reisen, so dass ich heute keine große Chance habe, diese Position noch zu überwachen. Ich habe jetzt die Wochenperformance nicht genau im Blick, aber vielleicht hat die Andreas im Blick. Kann es mir aber erlauben, hier die 130 Punkte auch mitzunehmen und eventuell auf die nächste Position zu verzichten. Wir sehen aber, wenn das Ding anfängt zu laufen, dass er dann relativ zügig läuft. Also, diese Marken hier unten, das sind die Ziele aus diesen Startbewegungen hier, die abgearbeitet werden können. Und im Moment passiert das, was wir auch befürchtet haben, dass wir in diesem Bereich hier jetzt uns erstmal zur Ruhe legen bis 9 Uhr und dass wir hier eventuell eine bärische Umkehrformation bauen, wäre jetzt denkbar. So, schauen wir uns den Euro an. Dazu machen wir erstmal einen Plan für heute. So, wir haben diesen Kanal hier, den er jetzt schön sauber auch auskostet, so wie es aussieht. Ups, das ist kein Kanal, das ist ein Fibo. Ne, Fibonacci. Wenn man Kanal zeichnen will, soll man auch einen Kanal nehmen, ne? Und kein Fibonacci, ne? So. Versetzen wir uns mal in die armen Kanalarbeiter. So, und zwar, wenn ich diesen Tiefpunkt nehme und den mit diesem Tiefpunkt hier verbinde, dann muss ich nach oben an die Oberkante auch den höchsten vorlaufenden Punkt nehmen. Das wäre dieser, beziehungsweise sogar dieser. Das heißt, wir bewegen uns jetzt hier schön in so einem Kanal nach oben. Solange dieser Kanal nicht nach unten verlassen wird und solange wir keine Schlusskurse unter diesen Tiefs hier bekommen, da nicht unter der 1,1793, die ja gestern
zweimal unsere Startmarke war. Solange wir keine Tiefs da unten drunter bekommen, solange ist der Markt hier straff in gehörnter Hand. Nicht im dicken Fell, aber mit dicken Hörnern. Das heißt, wir, grobe Richtung heißt das für uns, wir bevorzugen Long-Positionen. Diese Long-Positionen haben wir gestern hier auch bevorzugt. Frage an unsere Jungs. Habe ich hier nicht einen Text dazu geschrieben? Nee, gestern nicht, ne? Nur auf Slack, oder? Unser Plan war gestern, dass wir von entweder nach unten wegbrechen, hier direkt hier runter und dann nach oben weglaufen, oder dass wir nach oben gehen, hier oben an der 1.1811 aufpassen müssen, dann nochmal runter bis an die 1.18 bzw. nochmal 1.1895, 1.1892 und dann nach oben weglaufen. Wir hatten eine rote Route, erst darunter und dann direkt weg, oder die blaue Route hoch, runter, hoch. Ich habe mich gestern für die blaue Route entschieden. Wir haben gestern Morgen unsere Long-Position hier bei der 96 eröffnet. Den ersten Lauf nach oben, hier pünktlich um 9 Uhr. Tagesziel raus, dann den Rücklauf, die zweite Position mit 2 Punkten Gewinn rausgeflogen. Hier unten nochmal die 95 angelaufen, 95,3, also 0,3 drüber, um dann genau dieses Setup fortzusetzen. Die Geschichte wurde dann von unserem lieben Andreas auch nach einigen Rücksprachen begleitet, als wir dann gesagt haben, okay, wenn wir hier unten wieder hochgelaufen sind, ab da gehört der Stop unter diese Tiefs dahin. Unsere Ziele waren gestern beziffert, da gehe ich aber auch gleich drauf ein. Ich weiß nicht, ob Andreas heute hier ist, Andreas SR. Wenn er da ist, dann mache ich das nur dir zuliebe, aufgrund deiner Nachfrage gestern. Darunter gehörten die Stops. Andreas hat es auf Slack auch geschrieben für diese Position. Und die liegen lassen, bis er dann an die 1.1830 bzw. 1.1848.5 läuft. Mit diesen Hochs hier im Bereich 1.1840 konnte ich merken, wie der eine oder andere schon nervös geworden ist und gesagt, oh, was mache ich jetzt mit meiner Position? Die ist schon 40 Punkte vorne und bla bla bla. In diesem Fall macht man mit so einer Position gar nichts. Punkt A haben wir vorgestern. Habe ich das noch hier? Hoffe ich doch, oder? Ja. Vorgestern haben wir noch diesen Plan gebaut. Haben wir gesagt, über 1.1804 ist Bullenland und dann Shorts ab 1.1836, 1.1842. Das war unser Plan vorgestern. Wir haben von der 1.1842 geschortet und haben gesagt, wir dürfen maximal bis 1.1804, 1.1794 runter. Und er ist exakt bis runter von der 42 bis an die 94 gelaufen. Hier konnten wir, ja, ich sag mal, gut punkten. Eine Position Tagesziel, zweite Position hier unten raus. Gestern dann in der Folge oder im Umkehrschluss dazu, diese Geschichte, nachdem wir hier unten wieder den Bereich 94, haben wir gerade gesehen, von vorgestern, diesen Bereich hier angelaufen ist, war das unser Long-Setup, um dann bis zur 48 zu laufen. Die 48 hat er auf den Tick genau geholt, 48,4 war es. Und dann kam die Frage gestern von ASR, wie kommst du auf die 48? Dafür muss ich mich etwas, ja,
eigentlich nicht, aber der Hintergrund ist, dass unsere Zielbereiche im Moment nicht nach unserem Setup angezeigt werden, so wie es sein sollte, sondern wir haben immer noch einen Bug im Stereo-Trader, der die Zeiten falsch berechnet, wonach unsere Zielbereiche und auch unser DAO Pro falsch berechnet wird im MT4. Das heißt, die müssen manuell erarbeitet werden oder aus dem MT5 geholt werden. Solange das so ist, werden wir die Bilder mit den Zielbereichen, die wir uns erarbeiten, im Slack-Kanal, im allgemeinen Kanal veröffentlichen, damit auch die, die das Seminar nicht besucht haben oder die noch nicht wissen unbedingt, woher die Zielbereiche kommen, wissen, wie man oder wo die richtigen Marken sind. Die richtigen Marken schauen wir uns gleich mal an, weil das hat mich gestern allerdings zum Nachdenken bewegt. Die Marken hatten ihre Wirkung gestern. Auf den Punkt genau wurden wir genau da zurückgeschleudert. Aber die richtige Berechnung der Zielbereiche hätte so aussehen müssen. Das wären die richtigen Marken für den gestrigen Tag gewesen. Ups. Im MT5 werden sie auch richtig angezeigt. Da, hier die 98 und die 92 unten wäre das Zünglein an der Waage und dann wären das die Zielbereiche nach oben, die 33 und als maximaler Bereich die 55, die auch gestern Abend oder gestern Nachmittag im U. Welches Update? Seit wann ist das Update denn da? Das wollte ich gerade Florian fragen, ob er das weiß, weil wenn ich reingucke, ist immer noch die gleiche Bildversion hinterlegt wie vor 2 Wochen. Also ich wüsste jetzt auch nichts tatsächlich. Ich müsste auch gucken. Es wurde mir angekündigt, zum 31.08. soll das korrigiert sein. Aber ich habe bis jetzt keinerlei Nachrichten, dass irgendwo ein Update oder dass eine neue Version irgendwie hochgeschossen wird. Diejenigen, die mutig sind, die, ich glaube, die 52 ist die aktuelle Version. Sag mal bitte, welche Version du hast. Bild 2614. Ja, nee, das ist die aktuellste für MT4. Ja. So, und die sollte eigentlich zum 31.08. Überholt werden und eine neue rausgeschossen werden, die jetzt in der Beta-Version draußen ist. Wer den Fehler beheben will, der kann sich die Beta-Version installieren. Vielleicht kann ja jemand mal ganz kurz 3, 4 Sätze auf Slack oder so schreiben, wie man eine Beta-Version installiert. Oder Florian erklärt das vielleicht, falls das kann. Ja, ich kann das. Ja. Weil in der Beta-Version ist dieser Bug schon behoben. Ich werde für die nächste Woche wohl die Beta-Version mal installieren und dann werden wir bei uns in der Gruppe nächste Woche Dienstag drauf eingehen, dass wir das auch korrigieren. Also, wir sehen an beiden Setups, dass beide sehr gut funktionieren, beide Marken sehr gut funktionieren. Was mich dazu bringt, oder gebracht hat, die ganze Geschichte jetzt zu überdenken und eventuell zu überarbeiten, dass wir die Zielbereiche entweder morgens manuell erarbeiten die nächste Zeit oder dass wir sie umschaltbar machen. Okay, kommen wir zu dem Plan von heute. Wir bevorzugen nach wie vor die Long-Positionen. Daran hat sich nichts geändert. Wir sind über 1,1804 haben wir irgendwo geschrieben, Bär kaputt, oder? Hat man das nicht mal irgendwo drin stehen? Ist weg. Irgendjemand klaut hier. Also, wir haben gesagt, über der 1,1804 sind alle Bären
hinfällig, alle bärischen Szenarien, weil wir im H1 hier hatten wir dieses Hoch. Dieses Hoch war schon das Max, stimmt nicht, 1,1804 ist hier. Dieses Hoch hier, das war ausschlaggebend. Nicht dieses, dieses Hoch. Wenn wir hier oben drüber landen, in den normalen Handelszeiten, also nicht nachts unbedingt. Diese Hochs hier, diese beiden sind nachts um 4 entstanden. Die lasse ich dann mal draußen vor. Ab da haben wir gesagt, über der 1,1804 ist es absolutes Bullenland und die Bären haben hier erstmal nichts mehr zu suchen. Wir haben den ersten Bruch nach oben vollzogen hier mit Musik. Da, den haben wir vorgestern vollzogen, um dann die ganze Geschichte abzuverkaufen und hier in diesem Bereich dieses Hoch, die 1,1804 bzw. die Tiefs bei der 1,1794 zu Gänsefüßchen zu bestätigen, um dann nach oben wegzulaufen. Wie wir sehen, haben wir hier auch inzwischen eine SKS gehandelt, eine inverse SKS gehandelt, die nach oben aufgelöst wurde, nämlich bis zur 1783. Und damit war dieses Setup auch hin. Wir können diese Linien dazu entfernen. Alles weg hier, los. Das brauchen wir alles nicht mehr. Einzige, was wir eventuell gebrauchen können, wäre, wenn wir diesen Doppelboden nehmen, der ja aus dieser Abwärtsbewegung kommt, da, und diese Geschichte hier jetzt nach oben draufsetzen, dann wäre das hier oben das nächste maximale Ziel bei 1,1946. Das heißt, ab jetzt circa 100 Punkte. Tschüss, Lutz. Wenn ich dich langweile, kannst du mir das auch direkt sagen. Nicht auf Umwegen. Liebe Grüße an dein Frauchen. Und diese Geschichte jetzt umgemünzt, 1,1946 als Ziel, ruft für mich heute diesen Plan aufs Trapez. Da. Wir bewegen uns hier in einer bullischen Flagge. Da. Diese bullische Flagge wurde jetzt hier vor ein paar Minuten nach oben verlassen, wurde bei uns am Zielbereich an der 45 erstmal abgewiesen. Mit viel Glück tauchen wir jetzt nochmal hier ein. Gucken noch mal ganz kurz hier unten drunter und gehen dann nach oben weg in Richtung bis Max 1,19, ich sage jetzt 45, damit das Ziel auch richtig liegt, bis Max 1,1945. Alternative, die wir haben, wenn er jetzt nicht darunter läuft, weil die Gefahr besteht, aufgrund dieses Kanals, dieser bullischen Flagge, besteht die in Gänsefüßchen Gefahr, dass hier schon Schluss ist. Yep.
Wir sind hier an der 38,2, wir sind hier an der 50, sind hier an der 61,8. Ich mal ein paar gerade Linien dazu, damit wir diese Marken auch nicht aus dem Auge verlieren, gerade wenn es dann 9 Uhr wird. Das ist ein Fibo aus dem Setup. Das ist die zweite Marke und das ist die dritte. So, und damit nehmen wir den mal raus. Zack. Diese Marken sind nach unten als Sprungbretter gekennzeichnet für mich. Diese Geschichte würde ich dafür benutzen, um... Jetzt stimmen natürlich die Linien hier nicht. Kennt ihr das, dass ihr die Labels nicht mitnimmt, wenn man das zusammenzieht? Jetzt geht's wieder. Dass wir genau in diesem Bereich hier die Sprungbretter haben und hier oben drüber ab hier eher nicht. Noch mehr. Ab 1,1846 Euro pro Long. Ab da lohnt es sich, ab der 46, wenn wir nämlich nicht nach unten laufen, dann fragen ja viele, ja, was mache ich denn, wenn ich jetzt nicht investiert bin und wenn er nicht darunter läuft, dann kann ich sagen, ab 1,1846 ungefähr oder 47, so ist genauer. Ab da kann man sich nach unserem althergebrachten Regelwerk Euro pro Long Positionen suchen und diese kann man dann versuchen zu halten bis zu maximal 1,1945, 1,1946. Dann ist es immer sinnvoll, so wie wir es in der Regel auch machen, nach Euro pro zwei Positionen zu eröffnen, eine dann mit einem Tagesziel zu schließen, die zweite Break-Even abzusichern und dann danach laufen zu lassen bis ins Ziel. Optimaler ist es, wenn wir jetzt unter der 40 landen, dass wir hier an der 35 oder an der 29 entsprechende Long-Setups kriegen bzw. Long-Positionen eingehen können. Und das werde ich auch tun. Ich habe es vorhin gerade gesagt, wir gehen heute auf Reisen, deswegen wird es etwas schwierig, alles zeitnah zu posten. Ich werde immer diese Marken, die 40, die 35 und die 29 im Blick behalten und werde an diesen Marken bei solchen Umkehrformationen hier, wenn sowas hier passiert oder wenn wir solche Kerzen kriegen mit langen Lunden oder so, werde ich hier Positionen eröffnen. Bitte nicht hinterher kommen und sagen, ja, das hast du aber nicht explizit um 10.36 Uhr geschrieben, dass du jetzt long gehst. Um das klarzustellen, das hier sind für den heutigen Tag meine Long-Marken. Da wir diese Woche weit über 2-Wochen-Zielen liegen, alleine im Euro, nur durch die Positionen, die wir gestern und vorgestern gehandelt haben, dürften wir insgesamt über 100 Punkte im Euro eingefahren haben. Unser Ziel sind 50 Punkte. Deswegen mache ich mir jetzt wegen dem heutigen Tag auch überhaupt keinen Stress. Überhaupt. Danke, Christian. Deswegen mache ich mir wegen diesen Positionen jetzt überhaupt keinen Stress. Wenn ich die hier unten erwische, hier in dem Bereich 35 oder 29, alles gut. Und wenn ich die heute eben mal nicht erwische, dann erwische ich die eben heute mal nicht. Dann kann ich auch entspannt meine Tour angehen und habe mein Auto dann noch fertig gepackt und vergesse nicht wieder die Hälfte. Sonst hänge ich dann wieder irgendwo im Wald, im Spreewald, im finsteren Spreewald rum und habe nicht mal einen Rasierapparat mit, wie man sieht. Unrasiert und fern der Heimat. Ne? So sehen beide Pläne aus. Einmal im Euro-US-Dollar und
einmal im DAX. Ich hoffe, das reicht euch. Habt ihr noch Fragen hier dazu? Dann bitte jetzt. Für unsere Paternoster schon mal vorneweg. Wir haben September und wir werden die kommenden Tage, wenn ich jetzt weg bin, wird die IT schon mal Mails verfassen, dass ihr schon mal in Ruhe drüber nachdenken könnt, ob ihr eure Paternoster-Mitgliedschaft für 2022 verlängern wollt, könnt, dürft, ja oder nein. Ihr könnt uns vorab eine E-Mail schicken, dann kriegt ihr die entsprechenden Informationen dazu. Ansonsten werden alle ehemaligen oder bestehenden Paternoster angeschrieben, dass ihr die Möglichkeit jetzt im September, Oktober bekommt, eure Mitgliedschaft zu verlängern. Oder vielleicht ist ja der eine oder andere hier, der neu zu uns stoßen möchte. Das kann er dann ebenfalls in dieser Zeit bekunden bzw. sehr gerne tun. Wir verabschieden uns damit jetzt erst einmal. Wir haben diese Woche aus meiner Sicht jedenfalls das Ergebnis für die nächste Woche mit eingefahren. Und bitte, wir gehen Richtung Herbst. Das sind eventuell die letzten Sommertage, die wir kriegen. Und wir haben einen sehr, sehr stressigen, harten Sommer. Oder Sommerwochen, Arbeitswochen hinter uns. Wenn das Wetter es nächste Woche erlaubt, das werden wir am Wochenende sehen, werden wir die ersten Tage im Spreewald eventuell für uns in der Familie genießen, für uns alleine. Und ihr müsstet eventuell auf Webinare nächste Woche dann in diesem Fall verzichten. Aber das werden wir rechtzeitig am Wochenende bekannt geben. Und auch Florian wird dann dementsprechend den Kalender anpassen. Das heißt, unser Webinarprogramm werden wir am Wetterbericht orientieren. Zur Information, wir haben gesagt, wir machen 120 Webinare im Jahr. Das war jetzt heute hier mit Flo zusammen das 117. im Jahr 2021. Und wir haben noch 4 Monate vor der Nase. Ich glaube, dann darf man sich auch mal ein paar Tage Ruhe gönnen und sich lieber in einem Kahn durch die Fließe im Spreewald schieben lassen, nachts mal ein paar röhrende Hirsche beobachten, ein paar Eisvögel beobachten und vor allen Dingen in den Abendstunden Biber zu beobachten. Ich hoffe, unser Plan hier war oder ist verständlich. Wenn Fragen dazu sind, könnt ihr die auch gerne bei uns an die Community stellen oder bei uns auf Slack stellen. Und damit wünsche ich euch jetzt einen schönen, erfolgreichen Tag und viele, 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 viele Punkte oder Pips heute, morgen und vielleicht auch nächste Woche. In diesem Sinne, tschüss, tschüss, moin, moin, euer TH. Tschüss, tschüss. Danke dir, Thorsten. Auch nochmal von unserer Seite. Vielen Dank an die Teilnehmer, dass sie dabei waren, bis zum Ende noch so zahlreich wirklich dabei geblieben sind. Und ich habe dem Thorsten eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, viel Erfolg beim Trading und wie immer passen Sie auf Ihre Positionen auf.